Ja, okay. Auf diesem Waldbild hebt er wegen Vitan ein Opfermesser über einen liegenden Huana. Nicht so schön. Oh, und das Gebiet ist mal recht groß. Da können wir also uns lange drin. I'll try my best. There you go. Alles ansehen. Och, Animaten. Und Adra-Schleim, okay. Aber ja, Animaten sind nicht so schlimm wie die heutzutage belebten Wächter-Golems. Gut. Außergewöhnlicher Zweihänder. Palegina, du trägst schon einen, ja. Well, if you insist. Just a moment, please. Hope that helps. Ein alter Säbel. Adra-Einach. Boah, ist der viel wert. Einach sind keine Währung im traditionellen Sinn, sondern werden Glafantanen für bemerkenswerte Taten verliehen. Es handelt sich dabei um Handflächen groß und kompliziert eingerissene Adra-Stücke zum Gedenken an die Taten des Empfängers. Hm. Nett. Die Gravur dieses Sarkophags ist so verwittert, dass man sie kaum noch entziffern kann. Ah, falsche Taste. Quiet time. Genau, Quiet Time ist hier. Ich sollte aber erstmal unten lang gehen, wenn da schon, da die Tür einfach aufzumachen ist. Aha. Genau. Ibs. Ist jetzt auch nicht gerade unbedingt gefährlich. Also ja, wie ich gerade sagen will, wenn man mir nichts Gefährlicheres entgegenwirft. Ich meine, selbst Wüstenspinnen sind jetzt nicht unbedingt saumäßig gefährlich. Außer es sind so viele. Hier ist Sprengstoff. Absolut. Okay, kann ich hier das machen, was ich denke, was man hier machen kann? Wenn ja, dann ist wird das jetzt gerade gleich lustig. Kaboom. Dass sie wirklich sowas eingebaut haben. What can I do? Alter Kupferschlüssel, damit hätten wir wahrscheinlich die Tür oben aufgekriegt. Aber jetzt interessiert mich mal wirklich, was hier hinter der Wand ist. Varux Amarth. Dolch. Guter Schuppenpanzer und Zeug. Okay. Eine eingestürzte Halle. Mhm.
So, das heißt, wir können jetzt hier den Weg zurücknehmen. I can be quiet if you can. Gav. Look. Indeed. Da sind jede Menge Fallen und Animaten. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal nach oben. Obwohl, vielleicht laufen wir dadurch in Kreis. Von daher gucken wir uns erstmal hier unten um. Look. Engvitanischer Heiliger, okay. Of course. I don't feel well. Stand together. What can I do at once? Der kriegt wieder Dorn ab. Komm, geben wir mal das hier raus. Und ich mach schon was. Das heißt, Maya fehlt noch. Come no closer, fiend. Seal must meet. Perfecto. Okay, dass jetzt hier die Skelettkrieger noch angerannt kommen, finde ich nicht so toll. It's no use. At your service. Jetzt sollte aber unser Skelett endlich mal unter den... Ja, da ist unser Skelett. Steht eine Ermunterung? Entsagung? Wirkt hier nirgends, schade. So, jetzt erstmal den da loswerden. Da. Au, und das ist eine Wunde für Edea. Gott. You were saying? Yeah, right away. I heard you. Okay. Oh, Siegel der Albträume Schutz. Stelle die Immunität zu Siegel der Albträume angriffen. Mhm. Kleine Einbruch und laufen an diesem Metall entlang und steuern so den Fluss des Blutes in einen zentralen Kanal. I suppose it can't be helped. Außergewöhnlicher Zweihänder, Schwarzpulver, okay. Indeed. Ah, noch mehr Zweihänder. Eine gute Rohhautrüstung. Alles andere. Yes, certainly. An gutem Zeug. Die Skelette haben auch noch... Oh, das war ein Skelettmagier, das eine. Jetzt mal abgesehen von den Wunden, die Hagrim und Edea haben, ist ja alles gut gegangen. Ah, eine Treppe nach oben. A torch in the shadow. Must meet to. Very well. Wiedergänger. Und da erhebt sich der große böse Lord. Xakoras, okay.
Und der hat eine Animatenarmee. Oh, hat er ein Schild? Ja, er hat ein Schild gehabt. So. Oh, der da ist zusammengefallen, bevor er aufstehen konnte. Reagenz, ein paar schöne Sachen. Aber er hatte nichts Besonderes dabei. Gerade so kannst du die folgenden Worte auf dem Sarkophag erkennen. Hier ruht das Haupt, das einst die Krone der Hingabe trug. Aquamarin und noch mehr Azartmischeln, also noch mehr Geld für uns. Ja. Slippery as an eel. Und sonst ist hier nichts mehr. Gut. Das heißt, wir können hier weitergehen. Weiter schleichen. Und finden hier entweder einen weiteren Weg nach unten. Careful. Look. Oh, shit, ein Siegel der Albträume. Yours to command, Captain. Immun. Speak freely. Wie habe ich es beschädigt, wenn es immun ist? Wenn es Bumm macht, vielleicht? Ja, komischerweise bei Bumm-Angriffen nimmt es Schaden. What can I do? I'm listening. Haben wir noch Granaten? Hier sind Gebrauchsgegenstände. Gegengift, Betäubungsbombe, Erschütterungsbombe.
Aschebombe. Eine Granate haben wir noch. Können wir welche herstellen, bitte? Granate. So, wo sind die Granaten jetzt? Bei Hagrim? Ja.